Teil des Videos geht es um die vorbereitende Oberflächenbehandlung und die anschließende farbliche Gestaltung meines selbstgebauten Cornhole-Boards. Dazu brauchen wir zunächst eine beliebige Holzspachtelmasse aus dem Baumarkt. Damit werden alle Schraubenkopflöcher sorgfältig verspachtelt. Nachdem die Masse vollständig durchgetrocknet ist, werden alle Stellen gründlich verschliffen. Anschließend wird das gesamte Spielbrett gründlich abgeschliffen, am besten mit einer Körnung von 120. Bevor das Brett grundiert werden kann, muss der Schleifstaub gründlichst entfernt werden. Mit einer solchen handelsüblichen Vorstreichfarbe für Holz wird das Brett anschließend grundiert. Zuerst die Innenseite, und anschließend natürlich die Außenseite. Wenn die Grundierung vollständig durchgetrocknet ist, wird noch einmal fein geschliffen. Dazu entweder normales Schleifpapier mit einer Körnung von mindestens 220 verwenden oder einen solchen handelsüblichen Schleifschwamm. Körnung fein. Bei der individuellen farblichen Gestaltung sind der eigenen Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Dazu jedoch noch ein kleiner Tipp. Je heller und strahlender die Grundfarbe gewählt wird, desto besser ist das Board auch in der Dämmerung noch zu sehen. Das verlängert erheblich den Spielspaß. Als optisches Highlight für mein erstes Board habe ich mir bei einem Online-Druckservice einen Schriftzug ausdrucken lassen. Die einzelnen Buchstaben habe ich anschließend ausgeschnitten. Sie sind auf selbstklebender Folie ausgedruckt. Jetzt nur noch die Buchstaben wie gewünscht auf dem Brett verteilen, die Schutzfolie anschließend abziehen und die Buchstaben aufkleben. Zum guten Schluss habe ich der Spielfläche noch zwei Schichten Klarlack gegönnt. Und jetzt auf in die Cornhole Zone.